Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC zu einem kleinen Gesamtfazit zum Kodak Ekta. Und ich habe hier einfach mal den Antutu Benchmark Test vorliegen. Den habe ich gerade durchgeführt. 84.627 Punkte erreicht man hier im Gesamtscore. Das bedeutet für den Durchschnitt ungefähr in der Rangfolge. Man liegt zwischen dem iPhone 6 Plus und dem Redmi Note 4. Das heißt, dieser Score kann sich durchaus sehen lassen. Leistungstechnisch für das Handling, für die Performance im Alltag bedeutet das, dass ich damit ziemlich viel machen kann. Das kommt einerseits der Kamera zugute, teilweise gibt es Effekteinstellungen und Apps dieses Smartphones, wie zum Beispiel auch diesen Super 8-Effekt, wo das Rendern sonst ein bisschen länger dauern würde, wäre die Leistung nicht so hoch. Das heißt, das sind schon rechenintensive Prozesse, die auch von der Hardware ziemlich viel abverlangen, aber das ist in Ordnung. Das hat man gut auskalkuliert, dass auch die einzelnen Effekte dort schnell genug von der Hand gehen, weil die einfach auch natürlich Leistung fressen und beanspruchen. Bei den Spielen ist es so, selbst bei grafikaufwendigen Spielen hat man meistens eigentlich gar keine Probleme. Teilweise kann es mal bei wirklich rechenintensiven Sachen dazu kommen, dass es Mikroruckler gibt. Da kann man dann aber für sich selbst sagen, ob das einen in dem Spielgenuss stört. Ansonsten dreht man einfach ein paar Detailstufen oder Effekte zurück. Das ist aber in der Performance an sich erstmal kein Problem. Zu der Leistung gilt es ansonsten nur zu sagen, dass ja eigentlich alles on board ist, was man so braucht. Von der Wärmeentwicklung hält es sich auch in Grenzen. Das ist in Ordnung. Man bemerkt das am frühesten eigentlich an dem Aluminiumrahmen, dass der sich langsam aufheizt. Das ist aber auch kein großes Problem. Das bleibt alles in normalen Kategorien. Und wenn wir von der Leistung einmal weitergehen in Richtung Display, dann haben wir hier natürlich erstmal von der Verbauart ein Display, das ist relativ umrandet von viel Material, ist ein Aluminiumrahmen. Dann hat man hier nochmal ziemlich breite Ränder natürlich. Das ist optisch natürlich eine Frage, ob einem das so gefällt, aber wenn man nur das Display an sich betrachtet, das heißt das, was jetzt erstmal hier illuminiert ist, kann man sich dort auch kaum beschweren. Full HD Auflösung haben wir, 1920x1080 Pixel, also das ist alles scharf in der Darstellung. Die Farben gefallen mir soweit auch, die wirken alle natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto aufnehme, mir das darauf ansehe, dann sind die Farben einigermaßen so, wie sie auch in der Realität sein sollten. Von der Helligkeit finde ich es in Ordnung. Dahingehend, dass ich das Smartphone natürlich auch outdoor draußen benutzen möchte, wenn ich Fotos mache und dann das Display als Kamerasucher verwende. Das muss auch hell genug sein. Das haben sie hier einigermaßen gut geschafft. Deshalb, selbst wenn die Sonne darauf knallt oder es draußen hell ist, ist das noch einigermaßen gut ablesbar. Ich hätte mir es vielleicht noch ein paar Millimeter mehr gewünscht, sagen wir es mal so. Da ist es noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber das ist ausreichend für den Zweck. Das Einzige, was so ein bisschen auffällt, ist, das Display spiegelt im Vergleich zu anderen Smartphones vielleicht ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, ob es an der Oberflächenbeschaffenheit irgendwie liegt, dass man dort etwas anderes versucht hat als bei anderen Smartphones. Hält sich auch noch in Grenzen, das ist so gut ablesbar. Nur wenn man eben in der großen Gruppe mal drauf guckt, obwohl das geht auch noch. Also die Betrachtungswinkel sind in Ordnung. Das heißt, die Farben, die man so auch sieht, wenn man das in die einzelnen Winkel dreht, das ist in Ordnung. Es spiegelt trotzdem verhältnismäßig stark, aber das ist auch kein größeres weiteres Problem. Wenn wir von dem Display jetzt weitergehen in Richtung Lautsprecher, dann kommen wir direkt zum eigentlichen Griff, den man hier noch angebracht hat. Darüber streitet man sich teilweise im Internet natürlich auch. Ist das wirklich sinnvoll, ja oder nein? Ich finde es eigentlich ganz praktisch für den Fotomodus, vor allem auch mit dieser Handschlaufe, die man noch integrieren kann. Ansonsten hat man natürlich hier ein bisschen mehr Platz für den Lautsprecher als bei anderen Smartphones. Das merkt man teilweise schon. Das heißt, lautstärketechnisch liegen wir hier ein bisschen über dem Durchschnitt. Man darf allerdings den Pegel nicht ganz ausreizen. Das heißt, wenn ich das Ganze anstalte und mir die Skala angucke, dann wäre das definitiv zu viel. Wenn ich so nochmal einen Zentimeter davon wegnehme, dann ist es ungefähr die Lautstärke, bei dem der Lautsprecher auch keine Probleme hat. Sonst kann es sein, dass bei etwas basslastigeren Songs es wirklich ein bisschen scheppert im Gehäuse, beziehungsweise es dann wirklich ein bisschen blechern klingt oder man Störgeräusche vernimmt, dann wird es ein bisschen problematisch, weil dann der Lautsprecher einfach ein bisschen übersteuert wirkt, schlicht und einfach. Ansonsten ist der ganz in Ordnung. Auch wenn das Lautsprecher Gitter an sich mal wieder mehr vermuten lässt, als dahinter steckt. Man hat so das Zentrum hier oben an der Kante, beziehungsweise nee, es ist so rum, ich habe es verdreht, unten an der Kante. Dort sitzt der eigentliche Lautsprecher. Das merkt man dann, wenn man mit dem Finger langsam drüber fühlt. Das habe ich im Video eben auch einmal ganz kurz gezeigt. Das heißt, da ist mal wieder mehr
wurden mal wieder mehr Fräsungen gesetzt, als eigentlich der Lautsprecher nötig hätte, was natürlich für die Klangqualität auch nicht schlecht ist, aber das muss man eben sich im Hinterkopf behalten. Das ist bei vielen anderen Smartphones natürlich auch so, dass man die Lautsprecher, geht da meistens ein bisschen überdimensioniert, der Lautsprecher dementsprechend aber natürlich ein bisschen kleiner ist. Von der Klangqualität ist es in Ordnung, Lautstärke wie gesagt auch in Ordnung, aber bitte nicht ausreizen, zumindest geht es mir so, dann hört es sich nicht mehr so gut an. Ein paar Bässe hätte man noch vielleicht reinbauen können, die ein bisschen stärker eben von der Konfiguration wirken, aber das ist alles sehr subjektiv. Auch beim Lautsprecher kann ich mich hier eigentlich kaum beschweren. Einziges Detail, was so ein bisschen auffällt, wenn man es wirklich auf diese Seite legt, um Musikvideos zu sehen, da geht der Klang natürlich nach unten direkt auf die Tischfläche. Da ist natürlich noch ein bisschen Luft, aber da muss man teilweise etwas aufpassen, weil es dann relativ eben auf die Tischfläche schallt und von da irgendwie sich widerspiegelt. Das hört sich teilweise nicht ganz rund an. Wenn man es auf die Displayfläche natürlich legen möchte, je nachdem wie man das handhabt mit seinem Smartphone, dann hört es sich natürlich astrein an, weil der Klang wirklich in alle Richtungen irgendwie abstrahlen kann. So viel erstmal zu den drei Kategorien, in denen das Smartphone eigentlich an allen Sachen ganz gut abschneidet. Wenn man sich jetzt ansonsten das Konzept anguckt, ist das natürlich ein sehr gewöhnungsbedürftiges Smartphone, ein kleiner Smartphone-Exot. Allein schon von dem Themenbereich Kamera-Smartphone, ganz klar natürlich liegt der Fokus auf dem Hauptkameramodul, das wir hier haben, mit doch schon hohen Megapixel-Anzahl natürlich. Und das ist natürlich auch das Gimmick und die Stärke dieses Smartphones. Gemessen an einem Preis von 480 Euro erhält man also ein gutes Kamera-Smartphone, das definitiv. Vorsicht aber mit der Selfie-Kamera, die kann nicht ganz mithalten natürlich im Vergleich zu anderen Smartphones. Die Hauptkamera definitiv in überdurchschnittlicher Qualität, vor allen Dingen was die Fotoqualität angeht. Beim Video kann man sich teilweise noch ein bisschen streiten. Für Hobbyfotografen oder für Fotografen, die gerne so mit ihrem Smartphone trotzdem gute Bilder machen wollen, ist das wirklich eine ideale Empfehlung. Retro-Design hat man natürlich auch hier. Auch das ist so ein bisschen exotisch ausfallen. Natürlich, es hebt sich einfach von der Masse insgesamt ab. Thematisch passende Apps, die man noch mit drauf installiert hat, das ist auch praktisch. Das heißt, man kann dort die Abzüge direkt bestellen, wie man im Bedienungstutorial gesehen hat, oder hat nochmal Effekt-Apps. Das hat man also alles schon klug durchdacht. Und von dem System erhalten wir hier auch ein recht aufgeräumtes Android-System. Das heißt, da hat man nicht noch zu viele Drittanbieter-Apps draufgepackt oder das irgendwie noch nicht noch irgendwie selbst an dem System rumgebastelt. Das heißt, man erhält hier schon ein gut laufendes, unverändertes Android-System. Das ist auch sehr positiv. Das Einzige, was man so ein bisschen drüber streiten könnte, wäre in dem Gesamtdesign hat man ja hier diese Auslösetaste, was ich ganz cool finde, wenn man so ein Kamera-Smartphone hat, dass man nicht den digitalen Weg wählt, sondern dann doch lieber irgendwie den Button auch benutzt. Das ist ganz cool. Darüber kann man es übrigens auch starten, wie man hier sieht, oder direkt in die Kamera-App weiter wandern. Was ich mir noch gewünscht hätte, teilweise, dass man das Modus-Wahlrad vielleicht gar nicht im Digitalen hält. Ich kann euch das nochmal zeigen. Man hat ja dieses Modus Wahlrad hier integriert, hat auch dieses Feedback von durch die Vibration, das ist eigentlich ganz cool. Den ein oder anderen Nutzer kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man schon so ein Retro-Gerät hat, dass man das vielleicht sogar auch über Hardware hätte lösen können. Das wäre vielleicht noch ganz witzig gewesen. Ansonsten, auch das hier ist natürlich einigermaßen schön, dass man dieses Modul, so was es sonst in den Hardware-Elementen bei richtigen Fotoapparaten gibt, einfach als digitales Rad gewählt hat, ist trotzdem eine tolle Sache. Das ist sehr subjektiv, da kann man natürlich noch drüber streiten. Aber ansonsten für 480 Euro ein Gerät, das unter der Klasse, das heißt in dieser Kategorie von Smartphone in puncto Kamera wirklich doch einige Punkte für sich zählen kann und auch sonst nicht so allzu schlecht abschneidet. Und das war mein kleines Fazit. Das heißt, klare Empfehlung für alle, die gerne und viel fotografieren und darauf viel Wert legen. Ansonsten ist es wahrscheinlich für den durchschnittlichen Mainstream-Nutzer deutlich zu exotisch, dieses Gerät. Aber ansonsten für alle, die auf sowas stehen und nach sowas suchen, klare Empfehlung an dieser Stelle. Und das soll es auch schon gewesen sein. Falls ihr Fragen haben solltet, stellt die natürlich wie immer gerne in den Kommentarspalten unterhalb des Videos. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.